In Deutschland gelten viele Arbeitnehmerrechte, zum Beispiel das Kündigungsschutzgesetz. Für Kleinbetriebe mit bis zu 10 Mitarbeitern gelten bestimmte Ausnahmeregelungen. Im Falle einer Kündigung sollte der Firmenchef immer einen Anwalt zu Rat ziehen. Berechnung des Kleinbetriebsstatus. Die Zahl der Vollzeitmitarbeiter wird wie folgt berechnet. Wer bis zu 20 Stunden pro Woche arbeitet, gilt als 0,5 Mitarbeiter. Bis zu 30 Stunden zählt als 0,75 Mitarbeiter. Über 30 Stunden als ein Mitarbeiter. Ausschlaggebend sind die geleisteten Stunden, nicht die vereinbarten. Auch Mitarbeiter im Wehr- und Zivildienst, Eltern- und Pflegezeit oder Mutterschutz werden mitgezählt. Auszubildende, Praktikanten sowie Geschäftsführer bleiben unberücksichtigt. Bis Ende 2003 lag die Kleinbetriebsgrenze bei 5 Mitarbeitern. Mitarbeiter genießen Bestandsschutz, wenn das Unternehmen über 5 Mitarbeiter hat und diese bereits vor 2004 dort tätig waren. Allgemeingültige Regeln zum Kündigungsschutz. Der Chef eines Kleinbetriebes darf Mitarbeiter ordentlich kündigen, ohne dafür Personen-, Verhaltens- oder betriebsbedingte Gründe anführen zu müssen. So ist es einfacher, wegen wiederholter Krankheit eine Kündigung auszusprechen, ohne eine Gesundheitsprognose erstellen zu müssen. Ausgewählte Personengruppen fallen trotzdem unter den Sonderkündigungsschutz. Hierzu zählen Schwangere, Eltern in Elternzeit, Schwerbehinderte mit Zustimmung des Integrationsamtes und Auszubildende, die nach der Probezeit nicht kündbar sind. Weitere Einschränkungen: Das Maßregelverbot. Die Entlassung darf keine Strafe dafür sein, dass der Arbeitnehmer berechtigte Ansprüche geltend gemacht hat. Das Diskriminierungsverbot. Die Kündigung darf nicht aus Gründen der Rasse, ethnischen Herkunft, Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters, des Geschlechts oder der sexuellen Identität erfolgen. Das Verbot der Sittenwidrigkeit. Die Kündigung darf nicht allein aufgrund verwerflicher Motive wie etwa Rachsucht ausgesprochen werden. Der Grundsatz von Treu und Glauben. Eine Kündigung darf nicht treuwidrig sein. Das ist der Fall, wenn von Arbeitgeberseite nicht ein Mindestmaß an sozialer Rücksichtnahme gezeigt wird. Im Extremfall kann die Kündigung eines stark sozial schutzwürdigen Mitarbeiters anstelle eines sozial schwach schutzwürdigen gegen den Grundsatz der Sozialauswahl verstoßen. Der 59-jährige Vater mehrerer unterhaltsberechtigter Kinder etwa, der seit seiner Lehre im Betrieb ist, wäre schutzbedürftiger als der 20-jährige ledige Berufseinsteiger ohne Kind. Auch befristete Arbeitsverhältnisse lassen sich nur durch eine begründete fristlose Kündigung vor dem regulären Auslaufen des Vertrages beenden oder falls einzel- oder tarifvertraglich die Möglichkeit einer Kündigung vereinbart wurde. Allgemeingültige Regeln zur Kündigung. Kündigungsfristen ergeben sich aus dem Arbeits- oder Tarifvertrag oder ohne entsprechende Regelung aus dem bürgerlichen Gesetzbuch. Hier gibt es eine Frist von 4 Wochen zum 15. oder Monatsende. Mit der Dauer der Betriebszugehörigkeit steigt die Kündigungsfrist von einem Monat zum Monatsende nach 2 Jahren stufenweise auf 7 Monate für Mitarbeiter, die über 20 Jahre beschäftigt sind. In Betrieben mit bis zu 20 Mitarbeitern darf die Kündigungsfrist verkürzt werden. Jedoch muss sie mindestens 4 Wochen betragen. In der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist 2 Wochen. Fristlose Kündigungen müssen innerhalb 2 Wochen nach dem Vorfall ausgesprochen werden. Hierunter zählen zum Beispiel Beleidigungen, Arbeitsverweigerungen oder Urlaub ohne Erlaubnis. Ebenfalls wichtig: Formell betrachtet muss jede Kündigung zwingend in Schriftform erfolgen, problemlos als solcher erkennbar sein, das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses enthalten, vom Kündigenden eigenhändig unterschrieben sein, dem Empfänger nachweisbar termingerecht zugehen, am besten per Einwurf des Kündigungsschreibens durch einen Boten in den Briefkasten des Arbeitnehmers. Vor jeder Kündigung sollten Details mit einem Anwalt besprochen werden. Weitere interessante Themen rund um Ihr Unternehmen finden Sie auch unter www.trialog-magazin.de. Mit vielen aktuellen Tipps mit Mehrwert.